Ja, willkommen am dritten Tag der Berlinale. Ihr seht, es ist Tageslicht. Warum ist das so? Nun, Fatih Akin und sein goldener Handschuh waren heute so beliebt, dass ein Teil der Presse wieder gehen musste. Es war einfach alles voll. Aber der Film hat schon einiges an Bass und kontroverse Meinungen hervorgebracht. Ich werde ihn morgen sehen und hoffe, dass ich dann ein bisschen mehr dazu sagen kann. Der Star von dem Film ist Gary Oldman, hat auch irgendwie die Maske. Und das hat mich erinnert an die Leistung von Anthony Quinn in Der Göttin von Notre Dame, den ich als Kind im Fernsehen gesehen habe, von Jean Dormont. Was habe ich sonst noch heute gesehen? In der Früh war der österreichische Beitrag dran, Der Boden unter den Füßen von Marie Kreuzer. Ein Film, der sich mit einem Schwesterpaar auseinandersetzt, die eine in der psychiatrischen Klinik, die andere kurz vorm Burnout in ihrem stressvollen Job. Es war ein sehr gut gemachter Film, der aber leider ein bisschen zwischen den Stühlen steht, oft was er genau sagen will. Er ist ein netter Film und er wird auf jeden Fall auch auf der Diagonale zu sehen sein, aber er war jetzt nicht herausragend. Also das erste goldene Ticket bei dieser Berlinale steht offensichtlich im Wettbewerb noch aus. Und mir war halt wahnsinnig wichtig, dass sowohl eine Unternehmensberaterin oder auch ein Psychiater diesen Film sehen kann und beide sich nicht denken, ja genau, sondern dass das innerhalb des Rahmens meiner Möglichkeiten halbwegs authentisch ist. Deswegen. Dann der zweite Film war Out Stealing Horses, ein norwegisch-schwedischer Film mit Stellan Skarsgård in der Hauptrolle, der sich mit der NS-Vergangenheit Norwegens auseinandersetzt. Ein alter Mann, der sich zurückzieht und einen Nachbarn aus Jugendtagen wiederzieht und daran erinnert wird, was sich in den Nachkriegsjahren in diesen Schluchten zwischen Schweden und Norwegen alles getan hat. Und wunderschön gemacht und sehr einfühlsam, sehr ruhig. Also auch kein großer Gewinnerfilm, aber einfach angenehm und poetisch zum Anschauen. Passend zum Tag der vielen österreichischen Beiträge befinden wir uns hier gerade im Austrian Film Café. Ich habe mir heute leider keinen österreichischen Beitrag angesehen, aber dafür immerhin einen deutschen, und zwar die Tragikomödie All My Loving von Regisseur Edward Berger. Darin geht es um drei Geschwister, die in ihrem privaten Leben allesamt mit Problemen zu kämpfen haben, obwohl sie nach außen hin allesamt ein recht wohlhabendes Leben führen. Berger beleuchtet das Privatleben seiner Protagonisten episodenweise. Herausgekommen ist dabei eine unterhaltsame Charakterstudie dreier unterschiedlicher Geschwister, die mit Authentizität und einer groß aufspielenden Darstellerie gepunktet.